Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Smart Lights Kanal. Ich habe den brandneuen Violet Smart Switch hier und mit dem könnt ihr nicht nur das Licht steuern, sondern auch noch einige weitere Sachen mehr. Was das genau alles ist, das erkläre ich euch im Video. Ja, ich zeige euch heute das Produkt, das ist der Violet Smart Switch. Ein relativ unscheinbarer Schalter, der zuerst einmal eure Philips Hue Lampen schalten kann, aber auch mit euren Sonos Boxen umgehen kann und so zum Beispiel im Hauseingangsbereich, im Büro, im Flur etc. eigentlich eine sehr gute Figur macht. Ich gehe auch stark davon aus, und das ist ja auch vom Hersteller schon selbst quasi hier eingemeißelt, dass man später noch mehr Sachen damit schalten kann. Ich persönlich denke zum Beispiel in der Küche an ein Rezept, was sehr cool wäre, wenn man hier ein Küchenrezept zum Beispiel abrufen könnte, ein YouTube-Video. Sei es mal jetzt im Winter vielleicht irgendwie die Garagenheizung anmachen oder Rollläden zum Beispiel hoch und runter fahren. Wenn man das dann alles mit einem einzigen Schalter machen könnte, der zuerst auch nochmal konfiguriert werden kann, indem man hier die Widgets verschiebt, schnelle Updates bekommen kann, wenn mal ein Update rauskommt vom Hersteller selbst, dass der dann auch schnell wieder funktioniert, und das über einen Schalter, da ist dann so ein Teil sehr, sehr geil. Ja, 8,6 x 8,6 cm in der Größe, also auch wirklich, würde ich sagen, fast überall einsetzbar. Auf der Rückseite ist es dann eher unscheinbar, indem man hier noch die Stromversorgung hat. Dazu einfach die Neutralleiter und die Phase hier anschließen. Lasst das aber bitte von jemandem machen, der sich auskennt, da wir hier halt über 240 Volt sprechen. Und ansonsten macht ihr eigentlich eine sehr coole und wertige Figur, wenn ich die hier so ein bisschen hin und her werfe. Habe ich auch keine Angst, dass der mal kaputt geht, wenn er runterfällt. Wenn ihr den natürlich einmal installiert habt, dann ist er auch fest drin. Das heißt, wenn ihr mal so ein bisschen drauf rumdrückt, passiert da nichts. Das wird sichergestellt durch diese Trägerplatte, die dann hier diese Haken hat und hinten eingehängt wird. Und so hat man dann hier halt auch ein gutes Gewissen. Das heißt, das Ding ist sicher an der Wand und man hat auch lange was davon, da man hier eine sehr wertige Oberfläche und auch wertiges Material nach Hause bekommt. Ja, ihr könnt natürlich neben Philips Hue und Sonos auch noch das Wetter anzeigen lassen. Dazu wird einmal die Postleitzahl in den Einstellungen hinterlegt und auch die Zeitzone. Und dann hat man hier noch das Wetter und die Uhrzeit. Ja, das Coole ist natürlich, was ihr jetzt zum jetzigen Zeitpunkt damit machen könnt. Also Signify mit den Philips Hue Lampen und Sonos steuern. Und das zeige ich euch jetzt. Jetzt zeige ich euch, wie ihr den Violet Smart Switch bei euch zu Hause konfigurieren könnt und auch müsst. Wenn ihr diesen einmal an das Stromnetz angeschlossen habt, dann erscheint zuerst diese Anzeige hier. Das bedeutet, der Schalter benötigt ja eine Internetverbindung und diese kann nur über das integrierte Wi-Fi erfolgen, und dafür müsst ihr diesen mit eurem Router verbinden. Das macht ihr, indem ihr hier oben in die Einstellungen geht, einmal auf Netzwerk klickt. Dann sieht man hier schon meine Fritzbox. Jetzt überspringe ich mal kurz das Passwort, wie ich das hier eingebe. So, jetzt sieht man, dass der gerade mit der Fritzbox sich verbindet, und das hat auch geklappt. Man sieht hier den Haken an der Seite. Also ist der Schalter jetzt online. Und was man jetzt als nächstes machen sollte, ist einmal die Location anpassen, Timezone auf Berlin ändern und die Postleitzahl einstellen. Wenn man zum Beispiel jetzt das Wetter angezeigt werden soll und auch möchte, dann okay. Dann findet er die Location, hat er gefunden, auch passend zu Berlin. Wenn man jetzt alleine schon auf den Startbildschirm geht, sieht man hier schon mal die Temperaturanzahl mit 8 Grad und auch die Uhrzeit. Was ich dann im gleichen Zug noch machen würde, ist einmal den Standby-Timer ein bisschen höher stellen, damit das Display nicht so schnell ausgeht. Und dann kann ich euch auch im gleichen Atemzug nochmal zeigen, wie ihr hier diese Meldung wegbekommt. Das bedeutet, dass die Philips Hue Bridge aktuell noch nicht mit dem Schalter gekoppelt ist. Das macht ihr wieder, indem ihr hier oben auf die Einstellung geht, dann auf Philips Hue. Falls bei euch hier die Adresse nicht angezeigt wird, müsst ihr diese zum Beispiel aus der Fritzbox per Hand auslesen und dann hier per Hand eintippen. Das musste ich auch machen. Jetzt wird sie aber hier schon angezeigt, die 35. Und was jetzt passiert, kennt man ja schon aus der normalen Philips Hue App. Wenn man ein neues Produkt, also eine neue App mit einer Bridge verbinden möchte, muss man immer die Touchlink, also diesen runden Button auf der Philips Hue Bridge drücken. Und das mache ich jetzt einfach mal schnell.
Ja, das hat jetzt geklappt und wenn man jetzt auf den Startbildschirm geht, sieht man erstmal nur, man hat hier einen Aus- und Wieder-An-Knopf und dieser Knopf ja, hat aktuell noch keine große Funktion. Das kann man aber einstellen, indem man dann hier auf die Philips Hue Bridge geht, die Sachen anklickt, dann einmal sagt, wo soll denn diese Startoberfläche überhaupt wirken. Dann nehme ich das Studio und sage, ich nehme jetzt mal zum Beispiel drei Szenen. Einmal das Nachtlicht, Nachtlicht, Aufnahme und was auch immer sehr gut aussieht, ist Soho. Einmal bestätigen, dann gehe ich wieder zurück auf den Startbildschirm und habe hier meine vier Kacheln, also einmal aus und wieder an. Das ist auch aktuell noch auf Englisch übersetzt. Ich denke mal, dass das später auch auf Deutsch übersetzt wird. Dann das Nachtlicht, was sehr dunkel ist. Dann meine Aufnahme, so wie ich meine Philips Hue Produkte einstelle, wenn ich eine YouTube-Aufnahme mache. Und hier eine meiner Lieblingsszene, die Soho-Szene. Wenn ich jetzt sage, ich möchte diese Szene noch erweitern, dann gehe ich wieder in die Philips Hue Einstellung, auf die IP-Adresse, das Studio. Und sage, ich möchte jetzt noch Honolulu, Rubinrotes Leuchten, Studio, Lila Pink, also alles mal hinzufügen. Gehe jetzt wieder zurück auf den Startbildschirm und jetzt habe ich hier halt mehrere verschiedene Szenen, die ich alle auswählen kann. Die reagieren auch super schnell, das heißt, man hat hier keine Verzögerung und kann halt seine beliebigen Szenen hier abspeichern. Was halt einfach noch nicht geht, ist eine dynamische Szene starten. Oder was ich mir auch sehr wünschen würde, dass man direkt über den Schalter eine verschiedene Farbe einstellen kann. Also quasi die Philips Hue App hier einfach nur auf den Schalter konfiguriert wird, gespiegelt wird und man dann quasi über diesen Schalter die Funktion hat, die auch in der Philips Hue App zu sehen sind. Das geht aktuell noch nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass Violet das später per Update nochmal integrieren wird, sodass man hier dann noch mehr Möglichkeiten hat. Ja, mit Sonos ist das gleiche natürlich auch möglich. Dazu geht man hier unten in den Sonos-Bereich. Jetzt hat er hier schon meinen Lautsprecher gefunden, der übrigens da hinten, hier oben auf dem Lowbot steht, wo mein Finger gerade ist. Und dann hat man jetzt erstmal so diese Übersicht, wenn ich jetzt ein Lied über das Handy starte. Das mache ich jetzt und sage, er soll einmal sich mit dem Büro verbinden. Dann verbindet er sich und schon wird hier das Lied angezeigt. Das heißt, ich kann jetzt hier auf Start drücken. Und dann wird die Musik hinten abgespielt, kann dann über diesen Schalter die Lautstärke einstellen, kann dann hier einmal pausieren oder wieder die Lautstärke auf normale Lautstärke machen, kann ein Lied weiterschalten. Also das ist dann alles hier über diesen Schalter möglich und das sieht man auch schon sehr gut, dass es wirklich klar dargestellt wird. Also das Display hat eine sehr gute Qualität, es ist flüssig hier, diese Animation läuft sehr flüssig. Und im Allgemeinen finde ich das Design und die Optik, auch so wie das hier innen drin jetzt aufgebaut ist, wirklich gelungen. Ja, das sind so die zwei Hauptfunktionen, die der Schalter kann. Man kann dann über die Startseite hier natürlich immer dann noch parallel die Lichter an- und ausstellen. Die Musik läuft im Hintergrund ganz normal weiter. Man kann dann einfach sagen, ach, ich will doch ein anderes Lied. Und so kann man halt den Schalter aktuell nutzen. Weitere Sachen sind noch nicht in den Einstellungen jetzt vorhanden. Man sieht es hier, man kann zwar das System einstellen, das Display, die Location, Philips Hue Netzwerk. Ich gehe aber fest davon aus, dass dann später vielleicht nochmal eine smarte Rollladensteuerung dazukommt, vielleicht mal ein Alarmsystem, irgendwie sowas. Ich habe aber leider noch keine weiteren Infos, was jetzt hier als nächstes integriert wird. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen, und zwar wenn der Schalter im Standby-Modus ist, hat der Hersteller auch drei Funktionen eingebaut. Zuerst einmal kann man ihn einfach wecken, indem man mit dem Finger draufklickt. Dann hat man sofort wieder die Übersicht der verschiedenen Szenen, kann die Temperatur und auch die Uhrzeit ablesen. Wenn man jetzt aber sagt, zum Beispiel klingelt es an der Tür oder man will das Licht ausmachen, da gibt es dann zwei Funktionen, indem man hier einmal gedrückt hält. Dann geht das Licht aus und genauso wieder an. Und wenn man jetzt die Musik zum Beispiel stoppen möchte, klickt man hier doppelt drauf. Dann hört die Musik auf zu spielen, wenn zum Beispiel der Paketbote gerade an der Tür klingelt. Und wenn die Musik wieder weitergespielt werden soll, klicke ich wieder drauf. Und dann läuft die Musik ganz normal wieder weiter. Ja, das soll es soweit zu den Einstellmöglichkeiten sein. Wie gesagt, ich finde die Ansicht an sich sehr cool. Man kann hier unten dann die Sonos-Steuerung aufrufen. Und hier oben kann man dann die Einstellungen sehen. Und ansonsten hat man hier halt die verschiedenen Optionen der Szenen von Philips Hue.
kann das Licht ein- und ausstellen und das sind so gesehen die Grundfunktionen. Ja, bevor ich gleich zum Schluss komme, noch ein wichtiger Hinweis. Auf der Unterseite sind hier noch drei Funktionen versteckt. Einmal der Power-Knopf, um den Schalter neu zu starten. In der Mitte der SD-Kartenanschluss, um vielleicht mal Daten zu transferieren oder abzuspielen. Und hier auf der linken Seite gibt es noch einen Micro-USB-Anschluss, um vielleicht auch mal das Smartphone zu laden. Ja, das soll es soweit zu diesem Produkt sein. Der Violet Smart Switch ist ja jetzt bei einigen schon eingetroffen, falls ihr die Vorbestellung getätigt habt. Falls nicht, schaut mal unten in die Videobeschreibung, dort verlinke ich euch das Produkt selbstverständlich. Falls ihr Fragen habt, stellt diese auch gerne in die Kommentare, die beantworten wir dann beide relativ zügig. Ihr könnt auch gerne bei den Social Media Bereichen bei uns vorbeischauen, bei Twitter, Facebook, Instagram. Könnt auch private Nachrichten schreiben oder per E-Mail uns kontaktieren, falls ihr Fragen habt. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr den Smart Lights Kanal abonniert. Dafür schon mal ein dickes Danke für alle, die es bereits getan haben. Und schaltet auch wieder ein, wenn Jonas oder Malte euch das Neueste aus der smarten Beleuchtung vorstellen.